Logbucheintrag Nummer 1. Die Reise beginnt. Der Beginn meiner Reise führt mich ins Saarland. In einem großen Waldschutzgebiet treffe ich den Wanderexperten Manuel Andrack. 90% aller Wanderer sagen, mir geht's nach der Wanderung besser als vor der Wanderung. Also Wandern macht wirklich wissenschaftlich nachgewiesen glücklich. Ja. Also da werden auch irgendwie Glücksendorphine ausgestoßen beim Wandern. Vielleicht kann ich von ihm lernen, was es bedeutet, mit Menschen zu Fuß unterwegs zu sein. Also Mark Twain hat auch schon gesagt, das, was die Muskeln, die eigentlich am meisten bewegt werden beim Wandern, sind nicht die Beine oder die Füße, sondern das sind die Redemuskeln, die Mundmuskeln. Okay. Denn ein Prinzip meiner Reise heißt, triff Menschen und bleibe mit ihnen und ihren Gedanken in Bewegung. Ja, und vor allem, dass es so ist, dass eben auch das Wandern, wenn man das mal so pathetisch ausdrücken will, Herzen öffnet. Mhm. Ne? Dass du kommunizierst, mhm, ja, und dass du ja eben auch, ja, wie gesagt, dich öffnest, ne, und sowas preisgibst, was, glaube ich, auch unglaublich wichtig ist. Mhm. Ne? Wird meine Reise also eine Wanderreise? Ich werde Menschen aus ihren alltäglichen Situationen holen, um mit ihnen über den Tod zu sprechen. Ich glaube, wir reden einfach anders, wenn wir spazieren gehen, draußen sind und unsere Gedanken viel mehr Raum finden. Als nächstes geht es nach München und dort treffe ich eine Philosophin, die ich fragen werde, welche Fragen ich überhaupt im Gepäck haben muss, wenn ich etwas über den Tod herausfinden will. Denn wenn jemand was von Fragen versteht, dann ja wohl Philosophen.